Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Beats der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute habe ich wieder 10 Pieces für euch rausgesucht für die kommende Woche, beziehungsweise für die aktuelle Woche. Und ich finde, da sind ganz nice Sachen dabei, deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden. Wir schauen uns die Pieces einfach mal an. So Leute, fangen wir an mit dem Piece Nummer 1. Und Piece Nummer 1 sind ein paar Boots. Und zwar habe ich ein paar Lederboots, Schnürboots gefunden. Und zwar in so einer Satin-Optik, so ein bisschen matt bei Zara. Und die gefallen mir sehr gut, weil die haben eine sehr, sehr nice Sohle, so ein bisschen rauer. Und dazu haben die so ein bisschen Militär-Vibes. Und gerade diese Boots, gerade wenn man die so ein bisschen einlatscht und die so ein bisschen leicht abgerockt aussehen, finde ich, wirken die extrem gut und kann man sehr, sehr gut diesen Herbst und Winter auf jeden Fall kombinieren. Ist nicht so dieses typische, ich sag mal, dieser typische Doc Marten-Look, dieser typische Boots-Look. Hat so ein bisschen was Eigenes und deswegen habe ich die als erstes Piece mit reingenommen. Gefallen mir, wie gesagt, sehr gut. Wer das möchte, kann die gerne abchecken. Die gibt es für ca. 80 Euro bei Zara. Und finde ich auf jeden Fall sehr nice. So, natürlich habe ich bei Zara auch noch ein bisschen weiter geguckt. Und bei Zara gab es in dem Fall auch einen sehr coolen Mantel, der für die Verhältnisse sehr, sehr teuer ist, finde ich persönlich. 230 Euro ist auf jeden Fall ein Batzen Geld für Zara. Deswegen erwarte ich mir auf jeden Fall eine höhere Qualität bei dem Mantel. Aber ich muss sagen, wie der Mantel geschnitten ist, wie der Mantel aussieht, gerade diese Farbe, braun, gefällt mir extrem gut. Natürlich hier, wie das gestylt ist, sensationell nice, weil bei so einem Model sieht das sowieso immer sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut, gerade diese Ton-in-Ton-Kombo. Natürlich sehr nice, dazu sieht das Model noch gut aus und cool kombiniert, dann mit diesen schwarzen Schuhen, sehr nice. Aber ich sag mal, ich könnte mir das Ganze auch anders vorstellen, mit so Beige-Tönen oder sonstiges, auf jeden Fall sehr cool. Und gerade dieser Schnitt, so leicht klassischer geschnitten, mit einem schönen Revers drin und so weiter, auf jeden Fall ein sehr cooler, schöne Schulterschnitt, also schön scharf geschnitten. Finde ich auf jeden Fall nice und deswegen habe ich den Mantel mit reingenommen. Für 230 Euro gibt es den gerade bei Zara. Kommen wir zu Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 sind auch ein paar Boots. Wen wundert es auch, wir haben Herbst, der Winter steht kurz vor der Tür und ich dachte, hey, die haben mir einfach gefallen. Ich weiß nicht, die haben auf jeden Fall was. Die gibt es gerade bei Pull & Bear, sind ein paar Chelsea Boots, aber wirken auf jeden Fall sehr nice in so einer Wildleber-Optik. Wildlederoptik ist sogar aus Wildleder, die sind sogar aus Wildleder und dafür finde ich sie auf jeden Fall sehr günstig, für 50 Euro auf jeden Fall mega krass vom Preis und die haben auf jeden Fall was, die kann ich mir auch sehr gut vorstellen zu kombinieren. Ich habe sowas in der Art, allerdings nicht mit so einer Sohle, gerade auch diese raueren Sohlen finde ich persönlich gerade wirklich treffen gut den Zahn der Zeit. Hat so ein bisschen was Rustikaleres, nicht ganz so Klassisches, nicht ganz so Casual. Bisschen mehr so, ja, ich weiß nicht, ein bisschen mehr auch in die streetige Richtung. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr nice kombinieren. Mit einer Jeans oder mit einer Chino oder sonstiges. Auf jeden Fall verschiedene Varianten möglich. Und wem die gefällt, checkt das auf jeden Fall mal ab. Die gibt es gerade auch bei Pull & Bear für knapp 50 Euro. So, kommen wir zum Piece Nummer 4. Und Piece Nummer 4 ist eine Aviator-Jacke. So ein bisschen wie so eine Art Flieger-Style. Die gibt es für knapp 80 Euro bei Mango in so einem dunkelblauen Ton. Ein bisschen ausgefüttert, bisschen von innen, so ein bisschen mit so Lammfell-Optik-Material, mit so einem Kunstschirling ausgefüttert. Und die wird auf jeden Fall gut für den Winter sein, weil die dadurch auf jeden Fall ein bisschen wärmer hält, nicht ganz so kalt ist. Finde ich sehr nice. Die Frage ist, ob das Ganze auch in die Ärmel reingeht. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, weil meistens ist das nur im Körperbereich und nicht im Armbereich, also nur im Oberkörperbereich. Aber trotzdem sieht die Jacke auf jeden Fall sehr nice aus. Es gibt sowas in meiner Art ähnlich bei Sandro Paris. Die letzten Seasons allerdings nicht gefüttert. Wirkt immer sehr, sehr hochwertig und die Jacke sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Hat auf jeden Fall einen sehr coolen Schnitt und eine coole Passform. Gefällt mir auf jeden Fall und deswegen für 80 Euro gibt es diese bei Mango Man. Checkt das auf jeden Fall ab als Piece Nummer 4. So Leute, kommen wir zu Piece Nummer 5. Und Piece Nummer 5, was auf jeden Fall nicht fehlen darf im Herbst, Winter, sind Puffer Jackets. Und das ist eine sehr coole Variante, die es gerade mit einem, eigentlich finde ich persönlich, einen sehr nice Schnitt bei H&M gibt. Auch für einen echt passablen Preis, für knapp 50 Euro, finde ich, hat auf jeden Fall deswegen die Aufmerksamkeit verdient. Weil so eine Jacke kann man im Winter immer gut tragen und gerade wenn sich sowas von zwei, drei Seasons davor so ein bisschen abträgt. Für 50 Euro macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Und die gibt es sogar in zwei Colorways, auch in so einem Braunton. Hat auf jeden Fall auch was. Aber ich sag mal, schwarz, klassisch, macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Und die hat einen sehr coolen, ich sag mal, sehr coole Steppung. Schön ein bisschen breitere Steppung. Hat einen coolen Schnitt, finde ich persönlich. Unten so ein bisschen weiter geschnitten. Hat auf jeden Fall was. Und die gibt es gerade bei
H&M in zwei Colorways für 50 Euro. Deswegen checkt den Link Nummer 5 dafür auf jeden Fall ab. So Leute, kommen wir zum Thema Strick. Und beim Thema Strick sind wir auf jeden Fall auch für den Herbst und Winter auf jeden Fall, finde ich persönlich, ein Must-Have. Egal, ob Strickpullover oder Strickjacken sind. Zu Strickjacken kommen wir gleich auch noch. Habe ich auch noch ein Piece rausgesucht. Aber dieser Strickpullover, den es gerade bei Weekday gibt, gefällt mir extrem gut. Hat einen sehr, sehr coolen Schnitt. Hat ein bisschen längere Ärmel, ein bisschen weiter geschnitten, ein bisschen boxy. Wirkt auf jeden Fall sehr cool. Gerade dieser grüne Colorway hat so ein bisschen noch so ein College-Flair mit drin. Wirkt auf jeden Fall sehr nice und den gibt es gerade bei knapp für 50 Euro bei Weekday. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Die Pieces werden auf jeden Fall diesen Winter sehr gefragt sein. Ist natürlich die Frage, ob der Colorway euch gefällt. Ich finde aber sehr nice, gerade wenn das Ganze so ein bisschen anfängt, sich auszuwaschen, der Farbton nicht mehr ganz so knallig ist, ein bisschen getragen wurde, wirkt das Ganze nochmal ein bisschen, finde ich persönlich, nicer. Mir hat auf jeden Fall gut gefallen, deswegen habe ich den als Piece Nummer 6 mit reingenommen. Das erste Strickpiece ist bei Weekday verfügbar als Link Nummer 6. So, und hier haben wir Piece Nummer 7 und wie ich gerade schon gesagt habe, Strick sind natürlich auch Strickjacken und gerade diese Vintage-Flair-Jacken bzw. Strickjacken, die so ein bisschen diesen College-Vibes haben, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ich finde das auf jeden Fall auch vom Muster sehr cool, Colorway auch sehr nice. Nicht zu auffällig, ein ganz leichtes Logo hier. Ich kenne die Marke jetzt persönlich nicht, aber ist wahrscheinlich eine Urban Outfitters eigene Marke. Trotzdem finde ich das Ganze sehr dezent gemacht. Gerade mit diesem, ich sag mal, Streifen nochmal bei und der Colorway. Wirkt ein bisschen sportlich, hat auf jeden Fall was und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich hätte die Jacke noch ein bisschen gekroppter gerne gesehen. Trotzdem gefällt sie mir auf jeden Fall und die gibt es gerade für 69 Euro bei Urban Outfitters. Deswegen Strickpieces, checkt das ab. Rüstet euren Kleiderschrank auf, finde ich auf jeden Fall Must-Have für den Winter. So Leute, und dann habe ich noch zwei College-Jacken rausgesucht. Die erste ist, ja, finde ich auf jeden Fall, hat auf jeden Fall was. Eigentlich eher mal so ein bisschen Richtung Frühling, weil die Farbe gefällt mir extrem gut. Dieses Blau mit diesen cremefarbenen Ärmeln. Ich weiß nicht genau, was man davon qualitativ halten soll. Allerdings gibt es die bei Pull&Bear für 30 Euro. Finde ich auf jeden Fall einen krassen Preis. Dieses PB, natürlich, wenn man es weiß, Pull&Bear. Ansonsten finde ich das sehr dezent gehalten, die Jacke. Den Kragen hätte man meiner Meinung nach so ein bisschen länger ziehen können. Den hätte man noch bis hier vorne hinziehen können. Haben sie jetzt nicht gemacht. Trotzdem finde ich, für den Preis kann man auf jeden Fall abchecken. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ist allerdings auch nicht die optimale Herbst-Winterjacke. Hat aber auf jeden Fall einen coolen Flair. Und die kann man eigentlich so für die wärmeren Herbsttage auf jeden Fall rocken. Deswegen checkt die Jacke ab als Link Nummer 8. Ja, als Link Nummer 8 bei Pull&Bear gibt es eine relativ coole College-Jacke. Die schwarze zum Beispiel gibt es auch noch in schwarz, gefällt mir nicht so gut. Also mir gefällt die blaue deutlich, deutlich besser. Kommen wir zu einer weiteren College-Jacke und die hat auf jeden Fall für mich persönlich eine dicke Aufmerksamkeit verdient. Ich weiß auch nicht genau, warum sie nicht ausverkauft ist. Ich habe mich echt gewundert, weil ich den Drop auf jeden Fall drauf geachtet habe. Ich habe zu viele College-Jacken, sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich geholt, aber sie gefällt mir extrem, extrem gut. Und die ist von LFDY. Und das Coole daran ist eine Wendejacke, also die kann man im Prinzip nochmal wenden, also innen drin umdrehen und dann hat sie außen nochmal so ein anderes Material, ein bisschen mehr, ich sag mal, abweisenderes Material und ey, ich finde sie super cool gelungen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, warum sie nicht ausverkauft ist, gerade auch hinten mit dieser Stickung drauf und sowas innen drin, also ich finde sie auf jeden Fall genial und derjenige, der sowas sucht, checkt das auf jeden Fall ab. Ist auf jeden Fall eine coole, gelungene College-Jacke, die es bei LFDY gibt, allerdings für 200 Euro. So, und dann kommen wir zum letzten Piece und das letzte Piece ist noch ein bisschen mehr so in die Casual-Richtung. Und das ist ein Hemd, so ein gestreiftes Hemd, wo ich sage, ich habe mir so ein ähnliches Hemd mal geholt und ich kann euch sagen, die sind von der Qualität sehr, sehr nice. Die gibt es gerade bei Sandro Paris. Gibt es in zwei Colorways, einmal in so einem Beige-Ton, auch sehr cool. Allerdings mir persönlich gefällt der blaue Ton so ein bisschen besser. Gerade auch mit diesen beigen Streifen da drin, hat auf jeden Fall was. Sehr cool kombiniert auch hier mit dieser beigen Hose dazu und dazu diese schickeren Schuhe, diese Schnürschuhe, gefällt mir auf jeden Fall sehr nice. Gerade auch da wieder das Model, sehr cool kombiniert, sieht sehr, sehr nice aus. Das gibt es für 165 Euro bei Sandro Paris, wartet aber jetzt vielleicht noch ein, zwei Tage, wenn ihr sowas nicht direkt kaufen wollt. Das wird auf jeden Fall demnächst auch noch im Sale sein. Aber sowas zum Beispiel ist auch ideal zum Verschenken als Weihnachtsgeschenk. So ein Hemd, da macht er nichts verkehrt, das kann man echt ideal tragen. Und ich sag mal, demnächst werden wir das ganze Thema Weihnachten auch nochmal genau angehen. Aber wer der Erste, der das jetzt, und wir haben jetzt Ende Oktober, schon mal angehen möchte, ich weiß, die einen oder anderen legen da mal ein bisschen was voraus. Checkt die Links ab, behaltet euch die Pieces im Auge, die Sales kommen auf jeden Fall und ja,
Weihnachtsgeschenke müssen wir alle holen, deswegen schon mal als kleine Empfehlung. Das ein oder andere Piece kann man auf jeden Fall auch gut verschenken. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, alle Links findet ihr wie immer unten nummeriert in der Infobox. Ich mache sowas eigentlich fast jede Woche. Immer meine Favorite Piece der Woche raussuchen. Natürlich immer ein bisschen saisonal abhängig. Herbst zum Beispiel ist jetzt mehr im Thema oder Winter. Dementsprechend suche ich auch die Pieces raus, das was mir gefällt. Es muss nicht alles High-End-Quality sein. Ich nehme solche Pieces ab und zu auch mal mit rein, aber generell sehe ich das so, wer sowas sucht, will nicht unbedingt immer unheimlich viel Geld ausgeben. Ich weiß, dass viele andere, ich sag mal, YouTuber, Influencer etc. immer auf diese krassen Highlight-Pieces gehen, was unheimlich viel Geld ist, was vielleicht auch manchmal Sinn macht, aber meiner Meinung nach und die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit gemacht, sind solche Pieces auf jeden Fall sinnvoller, weil es sind immer nur so ein Zeitraum, wo man sowas trägt und dann so viel Geld auszugeben, muss man für sich selber entscheiden. Deswegen suche ich aktuell einfach günstigere Sachen raus. Jeder, wie gesagt, sieht das wie er sieht, für sich selber, kann das für sich selber entscheiden. Ich sehe das so, die Pieces sind nice, Links findet ihr unten. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und ein Abo natürlich auch, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace, Leute. Ciao.